drei Proteinprodukte braucht man die? Sind die notwendig oder sind die nicht notwendig? Also ihr Lieben, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr so über die High-Protein-Produkte, das ist ja jetzt hier nur ein Beispiel, habe ich mal oben hingeschrieben, was ihr darüber denkt. Nutzt ihr die nicht? Glaubt ihr, dass die sinnvoll sind? Geben die einen Mehrwert? Wie ist da eure Erfahrung? Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, ihr Lieben. Plus weg, abonnieren, je nachdem, wo ihr mich seht. Also, zurück zum echten Patientenfall. Ich habe tatsächlich ganz häufig die Fragestellung, was ist mit High-Protein-Produkten überhaupt? Wir können ja, wenn wir in den Handel gehen, Produkte kaufen. Häufig ist das sowas wie Joghurt, wie Quark, wie Grießpudding, Schokopudding, Stracciatella-Pudding, Stracciatella-Mousse, zum Beispiel Schokomousse. Dann gibt es ja auch noch diese kleineren Trinkflaschen, die man kaufen kann. Mit Trinkmahlzeiten, sagt man ja heute dazu, die alle irgendwie High-Protein sind. Manchmal liest man das auch auf Lebensmitteln, natürlichen Lebensmitteln wie Quark oder Joghurt, dass da mehr Eiweiß drin ist. Ist es jetzt so, dass wirklich mehr Eiweiß drin ist? Ihr Lieben, ihr müsst richtig recherchieren und erstmal gucken, so, ne, was denn überhaupt da freigegeben wird. Also ein High-Protein Produkt. Erstmal egal, ob es ein Pudding, ein Grießpudding, ob es ein Naturquark ist, darf ab 20 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm freigegeben werden als High Protein, also hat eine hohe Proteinquelle an der Stelle. Das heißt, dass eben 20 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm sind. Und was macht man jetzt, um die Produkte so herzustellen? Eventuell, wenn ich jetzt Quark habe oder Frischkäse, ne, wenn ich den zum Beispiel auf Brot mache, habe ich ja auch eine in dem Frischkäse sozusagen eine Eiweißquelle. Oder wenn es Quark ist, in den Brot zum Beispiel habe ich auch pflanzliches Eiweiß mit drin. Und jetzt ist es so, wenn ich mir nur den Frischkäse an sich angucke, habe ich halt eine bestimmte, das liegt auch ein bisschen am Fettgehalt, eine bestimmte Eiweißquelle drin. In der Regel ist es so, ob ich jetzt die High-Protein-Produkte nehme oder ob ich die Naturprodukte nehme, die tun sich nicht so wahnsinnig viel, weil wenn ich den Frischkäse mit Sahne mische, geht die Eiweißquelle auch hoch. Oder wenn ich einen Pudding kaufe, der aus Milch hergestellt wird, mit Sahne gemischt, dann geht die Eiweißquelle auch hoch. Dann ist es nur, weil es auf dem Produkt draufsteht. Wenn ich jetzt aber einen Frischkäse habe und mische den mit Sahne oder ich nehme meinen Quark und mische den mit Sahne und mache ein bisschen Früchte rein, dann habe ich ein gesünderes, höheres Eiweiß, was ich aufnehmen kann, als wenn ich ein, jetzt muss ich ganz ehrlich sein, Fertigprodukt habe. Warum? Weil ich häufig einen höheren Zuckeranteil haben kann. Das muss nicht sein, aber es kann sozusagen sein. Das heißt, ihr könnt die High-Protein-Produkte nur umdrehen. Man muss genau gucken, was ist wirklich drin, und das lädt halt pro Lebensmittel. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, wenn ich jetzt meinen Quark selber mixe mit den Früchten und dann sozusagen, also natürlich nicht so viel, ne, kleinere Menge, Handvoll, und dann eben den Quark oder Frischkäse nutze, habe ich immer mehr Ballaststoffe über das gesunde Obst, habe ich immer einen höheren Anteil an Vitaminen, Mineralstoffen, weil das haben die Produkte nicht hergegeben. Da ist nämlich häufig Aroma drin, und zwar weniger als 1%, manchmal auch nur 0,4. Das heißt, wenn ihr Lebensmittel selber herstellt und Frischkäsequark auf euer Brot packt, Frischkäsequark mit Obst mixt, egal was ihr da gerne mögt, habt ihr immer eine gesündere Variante. Natürlich bekommt man bestimmte Strukturen wie Stracciatella oder so nicht so hin. Das muss man auch sagen. Ne? Da wird Aroma ja genutzt, um die Geschmacksstruktur hinzubekommen. Deswegen will ich nicht sagen, dass alle Produkte per se schlecht sind. Sind sie ja nicht. Sondern man kann sie moderat mit einbauen und nutzen, wenn man möchte. Ich habe mir jetzt nur die Originalprodukte angeguckt, die ja auch das erste Mal das auf den Weg gebracht haben. Das ist eine große Firma sozusagen mit E. Dort ist auch kein Pulver zugesetzt, aber ihr müsst halt immer gucken, je Produkt, wo ihr es kauft, was wirklich drin ist. Und das findet ihr in den Nährwertangaben übers Internet. Wenn ihr das Produkt umdreht, könnt ihr raufgucken, und in der Zutatenliste könnt ihr genau sehen, was wirklich drin ist. Also alles, was wir selber machen mit Naturlebensmitteln, also Grundnahrungsmitteln, ist immer gesünder, weil immer die Eiweißquelle dann auch da ist und gut aufgenommen werden kann und wir natürlich nicht zusätzlich was drin haben. Habe ich jetzt Milch und koche die zum Beispiel mit Stärke, also mit
Puddingpulver oder mit Stärke und mache dort ein zum Beispiel Vanilleschote rein. Und dann habe ich die Eiweißquelle über die Milch. Die Stärke ist das Bindemittel, um die Puddingstruktur herzustellen. Und dann habe ich natürlich noch den Geschmack, der da reingehört. Wenn es jetzt Vanille ist, ist es Vanillearoma aus einer Vanilleschote im Original. Kaufe ich aber ein Produkt, will man natürlich versuchen, ein bisschen Geld zu reduzieren. Das heißt, da wird nicht unbedingt Vanille drin sein, sondern wird gerne in der Industrie Vanillearoma verwendet. Und häufig, hatte ich ja schon gesagt, habe ich gesehen, dass in den Produkten sehr wenig drin ist. Aber Aroma ist natürlich intensiver und natürlich kostengünstiger. Deswegen, wenn ich die Nährwertangabe angucke, ist das selbst hergestellte Produkt immer, egal was es ist, das Beste. Was nicht zu vergessen ist, wenn ich das zum Beispiel jetzt auf Brot mache, Frischkäse, Quark, habe ich ja auch noch Eiweiß in dem Brot durch die Getreideflocken oder zum Beispiel, wenn ich das mit Müsli mische, dann habe ich immer einen Anteil pflanzliche Proteine, also pflanzliches Eiweiß. Das heißt, ich habe nicht nur das Eiweiß, was ich sozusagen in dem Belag obendrauf habe, sondern, das ist ja jetzt auch nur ein Beispiel mit Frischkäse, Quark für diese High-Protein-Produkte. Und an der Stelle ist es so, dass ich eben dann mixe, wenn ich im Brot noch 3 Gramm Eiweiß zusätzlich habe und dann noch 50 Gramm Frischkäse und habe noch 5, 6, 7 Gramm, dann macht es zusammen auch 10 Gramm als Beispiel. Man kann das mit den Apps gut tracken. Ihr könnt auch einfach Suchmaschine anschmeißen. Die spucken euch das alles aus, wie die Nährwerte sind. Bei den Herstellern könnt ihr direkt schauen. Alle Hersteller haben mittlerweile mit der Digitalisierung tolle Homepages gemacht, wo wir wunderbar, allerdings muss man manchmal immer ein bisschen suchen, wo die Nährwertangaben sind und wo die Zusätze, die Zutatenliste ist. Aber ihr findet in der Regel alles. Also könnt ihr gerne selber nochmal schauen, wie der Stand der Dinge für euch ist. So, ihr Lieben, also selbstgemacht immer besser. Logischerweise, ne? Denkt immer dran, wir haben ja eine Zeit des Lebens für die Menschen gehabt, wo wir all diese vielen Produkte, die wir seit den 70er Jahren in den Supermärkten kaufen können und jeden Tag kommen irgendwie neuen dazu, brauchen wir die wirklich? Die kosten auch zum Teil viel Geld. Da sehe ich dann für 200 Milliliter Trinkflüssigkeit, werden für 6 Flaschen 20 Euro ausgegeben. Ne? Finde ich schon eine ganze Menge oder mehr als 20 Euro. Das heißt, so eine Flasche, 6, 12, 18, 24, ne, kann schnell 1, 2, 3 Euro kosten. Und an den Stellen sollte man überlegen, ob es nicht günstiger ist. Und das ist es meistens, wenn ich es selber mache. Ihr Lieben, plus weg. Abonnieren für den ganzen Content. Ganz lieben Dank, ihr Lieben, fürs Zuhören. Habt erstmal einen schönen Tag und ich freue mich auf das nächste Mal. Und wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ihr wisst, wie ihr mich erreicht, über die DMs, über die Homepage, über die Kontaktformulare. Einfach schreiben. Ich freue mich auf eure Nachrichten, was wir vielleicht an Videos haben wollt. Ganz liebe Grüße.